Du willst keine Tore mehr in der Kneipe kassieren? Ich bin Lynn, ich bin amtierende Weltmeisterin im Tischfußball und habe für dich heute 5 Tipps mitgebracht. Tipp Nummer 1. Ihr müsst bedenken, dass das Tor 5 Bälle breit ist und dass ihr immer nur gleichzeitig 2 Puppen benutzen könnt, um 2 von den 5 Ballbreiten sozusagen abzudecken. Und deshalb solltest du immer nebeneinander mit den Puppen stehen und nicht hintereinander, weil sonst ist es so, dass du nur einen Punkt decken würdest und das wäre natürlich zu deinem Nachteil. Außerdem sollte auch immer eine Puppe vor dem Ball stehen, weil sonst kann dein Gegner einfach geradeaus schießen und das soll natürlich nicht der Fall sein. Tipp Nummer 2. Bewegung. Wenn dein Gegner schon ein bisschen den Ball führen kann, dann solltest du immer versuchen, mit deinen Puppen den Ball sozusagen zu folgen, sodass du immer mit einer Puppe vor dem Ball stehst. Wenn du es schaffst, immer vor dem Ball zu bleiben, dann erreichst du damit, dass dein Gegner keine einfachen Tore mehr erzielen kann, die er dann ganz easy aus dem Lauf sozusagen macht. Dazu zwingst du deinen Gegner ein bisschen kompliziertere Sachen zu schießen. Zum Beispiel muss er dann wirklich eine Geschwindigkeit haben und den Ball schnell zur Seite ziehen, sodass du gar nicht mehr hinterherkommst. Tipp Nummer 3. Koordination der Puppen. Wenn dein Gegner jetzt schon wirklich auch ein bisschen kompliziertere Schüsse kann, wo er wirklich eine gewisse Geschwindigkeit in den Ball reinbringen kann, sodass du gar nicht mehr so richtig hinterherkommen kannst, dann musst du versuchen, deine Puppen richtig zu koordinieren. Ein Beispiel wäre dafür, dass du mit der einen Puppe immer vor dem Ball stehst und mit der anderen Puppe versuchst, die andere Ecke oder je nachdem einen bestimmten Punkt sozusagen abzudecken oder aber auch versuchst, deinen Gegner mit der anderen Puppe zu raisen. Das bedeutet, dass du, sobald dein Gegner den Schuss ausführt, dass du sozusagen auf Reaktion mit dem Ball mitfährst und dann den natürlich rausfahren kannst. Das klappt leider nicht immer so einfach, wenn dein Gegner das schon ziemlich gut kann. Da muss man dann immer vermuten, wo der Gegner so hinschießt und dann schon vorher auf diesem Punkt stehen. Und das führt uns schon zu Tipp Nummer 4. Und zwar, was kann dein Gegner eigentlich? Wenn du in der Kneipe spielst oder auch im Anfänger- oder fortgeschrittenen Bereich, dann wird dein Gegner nicht alles können. Das bedeutet, er kann vielleicht 3 oder vielleicht 4 bestimmte Schüsse, die er wirklich ganz gut kann. Aber wenn du dir die alle merkst, dann weißt du auch ungefähr, wie du stehen musst. Im Prinzip versuchst du eigentlich nur Informationen über deinen Gegner zu sammeln und diese dann gegen ihn anzuwenden. Zum Beispiel könntest du versuchen herauszufinden, was der Lieblingsschuss von deinem Gegner ist und dir diesen dann zu merken, weil er wird ihn bestimmt irgendwann nochmal anwenden und dann bist du an der rechten Stelle zur rechten Zeit. Und jetzt kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 5. Und zwar bieten wir etwas an und machen es wieder zu. Wenn dein Gegner wirklich schon so fortgeschritten ist, dass er praktisch einen Schuss ausführen kann, wo du nicht mehr hinterherkommst, musst du ein bisschen psychologischer dran gehen. Das ist wie beim Fußball, beim Elfmeterschießen. Da muss der Torhüter sich auch schon vorher überlegen, in welche Ecke er gleich springen möchte. Und so ist es im Tischfußball nicht anders. Du versuchst, eine Ecke anzubieten und kurz bevor dein Gegner schießt, wieder dorthin zu fahren. Das ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, aber mit ein wenig Erfahrung wirst du schnell zu einer echten Mauer im Tor. Das waren meine 5 Tipps für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht, einmal auf den Gefällt mir-Button zu klicken und auch meinen Kanal zu abonnieren. Außerdem, wenn ihr euch gerne einen eigenen Kickertisch kaufen wollt, dann schaut doch gerne mal auf die Leonard-Seite vorbei. Sucht euch dort einen Tisch aus und mit meinem Code LINJAGERMANY könnt ihr euch den Tisch versandkostenfrei sichern und zusätzlich bekommt ihr noch 10 Bälle und auch 8 Leo Slam Wraps for free. Bis bald und viel Spaß beim Üben.